Hallo, good evening, dobry wieczór. Today I'm alone in Weil am Rhein with a view on Basel behind me. I'm on the walk with Buga, and Volker is in Bayern, and I think he will explain himself later what he's doing there. And I will show you short some things from me. I started one big walk. This is only beginning. I made a background, and now I start to organize the space, and I start to make first like drawings and sketch with a color over this. I imagine it will be very green work, but also with a light. I have idea. And another works are two small paintings. There are two, but all together they're one. And I'm still in process, and this I will show you in, I was working in the evening yesterday, and I recorded this both works yesterday evening. I'm still not ready, of course this one I started, but with the small paintings I'm still not ready, but almost. So this will come soon.
So that's all from our side. We are ready with our walk and with our Kunstschau, and we go to Bayer and to Volker. He will show his works because he's of course also working, not only learning. So yeah, Puka is tired. We were walking a lot. So ciao, good night, dobranoc. Ja, guten Abend, liebe Gäste. Guten Abend, Anja im Kunstraum Kiezwerk. Welcome, ladies and gentlemen, to our Kunstschau. Heute war die Anja schon bei Ihnen aus dem Kunstraum Kiezwerk bei Weil am Rhein. Ich bin aber heute nicht in Berlin, wie man meinen könnte, sondern ich bin heute in Bayern, bei Regensburg. Ja, warum? Weiterbildung. Ich erlaube mir das, also ich denke, dass ich ein durchaus erfolgreicher und guter Künstler bin, Bildhauer hauptsächlich. Und ich möchte mich aber jetzt rüsten für die nächsten paar Jahre. Und zwar habe ich eigentlich geplant, dass ich mich weiterbilde. In was ist noch nicht ganz sicher, aber Richtung 3D-Druck oder Grafikdesign, Buchinstallation, sowas in der Richtung. Und vielleicht fange ich dann nochmal ein kleines Studium an oder vielleicht sogar eine Ausbildung, mal schauen. Weil das brauche ich einfach, wenn ich so absehe, was in den nächsten paar Jahren auf mich zukommt als Künstler, dann hätte ich doch das gerne in meinem Portfolio und kann mir das gut vorstellen, dass du das gut einsetzen kannst für das, was ich tue. Ich habe hier auch ein kleines Atelier angerichtet in Regensburg. Bin auch schon ziemlich am Arbeiten. Also das ist eigentlich nicht geplant, dass das ein Atelierraum ist. Naja, ich hoffe, wir können den später wieder zurücksetzen in Normalbetrieb. Das ist hier so eine Art Internat. Und zum Glück anzutimmen. Naja, was habe ich hier drin? Und zwar folgendes. Ich habe Ihnen letztes Mal die Geschichte, die blaue Sache gezeigt, die Fischerin am Rhein. Und tatsächlich habe ich den Auftrag bekommen, in groß. Groß heißt auf jeden Fall wesentlich größer wie das Fenster hier. Und in 12 cm Stärke. Und das heißt, ich brauche da neben vielem anderen, was Sie gesehen haben, brauche ich da auch Figuren. Da werden ja Figuren mit eingewoben sozusagen, mit eingewoben in die Kunststoffmasse. Und die Figuren heißen dann später Fischerinnen, sind aber ursprünglich ausgegeben. Das ist gut, dass das abgebrochen ist, weil es nicht gerade die Absicht, aber das ist gut. Das spart mir Arbeit. So, wo bin ich stehen geblieben? Ja, die Fischerinnen sind ja aus der Serie Himmelsleben. Und da brauche ich jetzt erstmal 13 Stück von denen, die dann später gebläut werden. Die sind gegossen in, man kann sagen, Polymerbeton. Das heißt Epoxidharz und und mineralische Stoffe. Das mineralische Stoff besteht hauptsächlich aus einer Art Gips. So, und die Qualität ist gut. Da wird noch überall noch ein bisschen nachgearbeitet mit dem Messer. Aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Das ist die Nummer 2, denn die Nummer 1, nein, es ist eigentlich die Nummer 1, weil die erste Nummer 1, wir haben keine mehrere Nummer 1, ich habe viele Nummer 1, weil die erste Nummer 1
Spiegel, die habe ich jetzt aber gerade nochmal überzogen mit Wachs, so wie die auch, und bin gerade am Arbeiten. Und die schönere von beiden wird dann später ausgesucht, oder die wird nicht ausgesucht, die schönere von beiden wird später geopfert, weil das gibt dann die Silikonform für den Bronzeabguss. Ich möchte die in Bronze gießen lassen und wahrscheinlich auch in Aluminium. So, das mal zu dem. Das, und zwar mache ich das genau nach der Fortbildung. Tagsüber mache ich immer die Fortbildung. Abends bin ich hier am Arbeiten. Und nach 3 Wochen gehe ich direkt in die Gießerei. Da ist auf dem Weg. Und bringe die Sachen vorbei. Das zum Beispiel kommt auch in die Gießerei. Auch das hat einen Wachsüberzug bekommen und kriegt eine neue Struktur und neue Details und wird dann auch in Bronze abgegossen. Was ist als nächstes zu erzählen? Ah, der Wolf. Ja, der Wolf. Er ist noch nicht fertig, aber er hat jetzt schon 2 Pfoten oben. 2 Pfoten oben, tänzelnd. Man kann das vielleicht aus der Entfernung nicht erkennen, das zeigt man andermal noch genauer. Ich habe hier so eine schöne Linie, die den ganzen Wolf durchzieht, sowohl oben wie auch unten. Und der Wolf, ja, da wird das für die lange Erle gemacht, als Kunstedition. Und wird zum ersten Mal in Bronze gezeigt am 21. Juni zum Jubiläum der langen Erle. Nein, 21. August zum Jubiläum der langen Erde. Auch der wird noch weiter bearbeitet und sollte dann aber reif für die Bronze sein. Schönes Projekt, gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe im Moment nur schöne Projekte, muss ich wirklich sagen. Viel Glück gehabt in letzter Zeit. Wir haben ja auch viel gearbeitet dafür auch. So. Die Form ist jetzt wieder leer, die wird jetzt wieder gerichtet, gesäubert, geseift, geschmiert und morgen früh gibt es dann den nächsten Abguss. So, dass ich jeden Tag einen Abguss habe, weil die brauche ich am Ende der 3 Wochen auch. So, ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Sachen auch von hier, wo in Arbeit sind, und dann würde ich mich aber auch schon wieder verabschieden. Tut mir leid, dass wir sie jetzt heute nicht länger unterhalten konnten, nicht immer, wir brauchen ja auch Zeit zum Arbeiten, nicht nur zum Filmen, wir sind ja keine YouTuber, auf jeden Fall nicht hauptberuflich, nicht mal nebenberuflich, peripher, amateurhaft, laienhaft oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir eigentlich lieber in den Ateliers oder beim Arbeiten wie hinter der Kamera. Und bevor ich noch die Bilder zeige von der Geschichte in Groß hier, die liegt mir am Boden, die gibt es auch in Bronze dann, in Groß, Groß heißt 1,80 Meter. Und die drei Stille Tanz, Leise Tanz, Stille Tanz, ich glaube Leise Tanz, die gerade im Entstehen sind, da gibt es ja auch noch ein paar Bilder davon. Auch die werden jetzt im Bronzegießer gebracht. Also der Gießer macht im Moment gutes Business mit mir und ich habe aber auch Freude dran, weil alles, was ich später in Bronze habe, hat für mich auch eine bestimmte Wertigkeit. Das ist für mich auch wichtig, weil es spielt keine Rolle, ob ich das dann in einem Monat verkaufe oder in 5 oder 10 Jahren. Wenn ich es in Bronze habe, dann habe ich es im Prinzip für die Ewigkeit. Das ist der Unterschied zu vielen anderen Skulpturen, die ich mache, wo man sagt, okay, in Schnee geht es nach einer Woche kaputt, in Holz nach 15 Jahren, in Polymerbeton nach 30 Jahren, aber in Bronze hat es immer Bestand. Also, dann von meiner Seite aus einen weiteren schönen Abend, dir auch, Anja, zu Hause in Weil am Rhein, im Kieswerk, und Ihnen auch.
Tschüss. Was hier so unscheinbar auf dem Boden liegt, ist eigentlich eine Figur zum Thema Himmelsleben, die sowohl liegend, stehend, hängend, kippend, wippend, wie auch immer in Szene gesetzt werden kann. Und sie ist eigentlich fast fertig. Und soll auch in Bronzegießerei. Die Spitze ist noch nicht fertig, die ist noch verhüllt. Die habe ich ausgegossen neu mit Epoxidharz und die wird jetzt noch geschliffen und in Form gebracht. Das hier sind die dreimal die leise Tanz. Die sind aber noch in Arbeit, die habe ich heute wieder ziemlich malträtiert, weil ich sie aufgeschnitten habe und eine Stahlarmierung reingelegt habe, weil die waren nicht stabil genug und deshalb sind die etwas zerwurstelt im Moment, kommen aber mit Sicherheit wieder in Form. Schalten Weg. Als Künstler geht man immer Wege und nicht immer führen die Wege zu dem Ziel, das man auch möchte. Aber Hauptsache ist, man ist auf dem Weg. Ja, das war jetzt mal so ein Rundumblick in meinem Atelier. Hinten ist noch ein Ordner, meine Buchhaltung habe ich auch mitgenommen. So, wo sind wir denn hier? Ganz schöne Gegend. Heute Mittag war ich in Regensburg. Konnte ich aber nicht filmen, weil mein Mobile kaputt war. Aber trotzdem sehr schön. Der Dom von Regensburg. Ohne Spatzen, man keine Spatzen drin und drum. Auch gut. Und hier, da wo Sie sehen, wo das Tal am tiefsten ist, da ist die Regen. Ein schöner Fluss. Es regnet auch ziemlich viel hier, ehrlich gesagt. Hängt wahrscheinlich mit dem Fluss Regen zusammen. Hier bin ich am Wachs schmelzen und am Modellieren.